Ja, hier kommt Conny, meine Freundin Conny. Bei ihr ist jeden Tag etwas los. Schwimmen oder Zelten gehen, reiten, tanzen, Uhr verstehen. Pizza backen macht ihr riesen Spaß. Bei Conny, da passiert immer was. Ja, hier kommt Conny. Die Muschel aber fand das so ungerecht, dass sie ihre Muschelschalen zuklappte und dabei die Laterne verschluckte. Der kleine Laternenfisch traute seinen Augen nicht und rief: Meine Laterne! Du hast meine Laterne verschluckt! Ja, genau. Der kleine Laternenfisch stand nun ganz unglücklich da und fragte sich, was er nun tun kann. Er sucht den Paradiesfisch, denn der hat immer eine Idee. Stimmt. Und dann macht er sich auf den Weg und trifft den Tintenfisch und fragt ihn, ob er zufällig weiß, wo der Paradiesfisch ist. Ihr kennt die Geschichte ja schon in- und auswendig. Ja, ist mein Lieblingsbuch. Meins auch. Guck mal, der Paradiesfisch. Cool. Ich finde den Tintenfisch klasse, weil er so viele Arme hat. Nee, der Lampenfisch ist super. Der heißt Laternenfisch. Ach ja, Laternenfisch. Die Muschel tut mir leid. Der Fisch rettet alle. Nein, der Tintenfisch. Genau. Wenn der die Muschel kitzelt, damit sie lacht. Ja, und dann die Laterne wieder ausspuckt. Was haltet ihr davon, wenn ihr die Geschichte spielt? Wie ein richtiges Theaterstück. Ja. Oh, du meinst ja. Das Sterntaler, das wir mal gesehen haben? Ja, genau. Super, da darf man sich auch verkleiden. Und wer den Paradies verspielt, sieht genau so aus. Ja, tauchen wir also ab in die Welt der Unterwassertiere. Oh ja, gute Idee. Jeder malt ein Bild von dem Tier aus der Geschichte, das er gerne sein will. Okay, hoffentlich malt ihr nicht alle dasselbe. Nein, ganz bestimmt. Ich bin gerne den Paradies. Ich bin die Muschel. Super, dass ich den Paradies verspielen darf. Simon will gern der Tintenfisch sein. Der mit den vielen Armen. Ach ja, das ist doch lustig. Mhm. Guck mal. Ja, die beiden Farben passen doch gut für bunte Fischschuppen. Ja, die schneiden wir aus. Gut. Die sieht ja toll aus. Meinst du, die Farbe passt auch? Aha. Das passt. Gut. Gut. Ja, also ich habe eine Idee, was jetzt mal ich bin der Laternenfisch. Die Muschel hat meine Laterne verschluckt und versteckt sich jetzt hinter einer Koralle. Seht ihr? Was sind denn eigentlich Korallen? Eine Koralle oder ein Korallenriff ist die Wohnung vieler Fische und sieht aus wie ein bunter Felsen unter Wasser. Stimmt. Also die Muschel singt total falsch. La, lu, la, le. Genau so hört sich das an. Ja, und ich habe der Muschel gesagt, du singst echt schief. Die Muschel, also ich, finde das gemein und klappe meine Schalen zu. Ups, und verschlucke dabei aus Versehen die Laterne vom Laternenfisch. Oh. Guck mal hier. So sieht eine beleidigte Muschel aus. Ich habe eine Idee. Die kommt hinten dran. Ah, eine Schwanzflosse. Super. Die können wir einfach hinten festtackern. Na, was meint ihr? Damit können wir doch ein paar Kugelfische basteln, oder? Oh ja, toll. Dann werden es ja noch viel mehr. Boah, ihr wart ja echt fleißig. Ja, die mal ich an. Ja, gut. Wenn ich mitmachen darf. Das wird ein Teil vom Bühnenbild. Das ist,
So wie mein Zimmer, das Zuhause von den Fischen, damit die Zuschauer wissen, wo die Fische wohnen. Ihr seid ja richtige Theaterprofis. Ja, und ein großes Korallenriff bauen wir auch noch. Ich bin jetzt ein... Das sieht doch schon toll aus. Dann lasst uns mal weiterproben. Ja. Conny, du suchst jetzt den Feuerfisch. Der ist gut. Ja. Cool. Und der wohnt hinter der Koralle. Dafür nehmen wir erstmal die Kiste da. Mhm. Ich freue mich schon, wenn unsere Koralle fertig ist. Basteln wir nachher weiter? Heute Nachmittag. Jetzt wird erstmal geprobt. Feuerfisch? Hallo! Wo bist du? Pia, was ist denn? Wir brauchen deine Hilfe. Du musst das Licht vom Lampenfisch... Laternenfisch. Ach Mist, schon wieder. Also, du musst das Licht vom Laternenfisch anzünden. Wieso ist das denn ausgegangen? Die Muschel, die immer so schief singt, hat die Laterne verschluckt. Verschluckt? Wie soll ich dann die Laterne anzünden? Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Vielleicht kann ich euch beiden ja helfen. Ich kitzle die Muschel so lange, bis sie vor Lachen die Laterne wieder ausspuckt. Super Idee. Kommt. Klasse. Danke. Das klappt ja wunderbar. Ich sag dauernd Lampenfisch. Echt blöd. Ich weiß doch genau, dass es Laternenfisch heißt. Pannen gehören eben dazu. Übst du noch mal mit mir? Na klar. Was meinst du, sitzt sie hier gut? Noch ein bisschen tiefer. Da? Okay. Oh, hallo Mau. Hey Mau. Schade, Mau, dass du nicht Theater spielen kannst. Stimmt, aber einen Katzenfisch gibt es in der Geschichte leider nicht. Ja. Sondern Muscheln und... Was macht eigentlich eure Koralle? Die wird ganz toll. Hui, das sieht ja wirklich klasse aus. Aber hängt da jetzt nicht genug dran? Aber das leuchtet doch so schön. Ach, schade. Das orangene Krepppapier ist alle. Wir haben diese grünen Dinger vergessen. Was ist das denn? Algen hab ich mal in einem Aquarium? Ja, genau. Da hab ich die gesehen. Für die Algen können wir doch auch Krepppapier in Streifen schneiden. Also ich weiß nicht. Ja. Ich hab noch eine Idee. Die stehen normalerweise bei uns im Wohnzimmer rum. Palmen unter Wasser? Mhm. Ja. Guck mal, das sind doch unsere Algen. Oh, sieht man das nicht? Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Höher! Höher! Stopp! So, und heute Nachmittag ist eure letzte Probe vor der Aufführung? Ja, die Generalprobe. Hey, du bist noch nicht im Bett? Die Generalprobe lief gar nicht gut. Aber morgen wird bestimmt alles super. Weiß nicht. Ich habe Angst, dass ich meinen Text vergesse. Und dann alle lachen. Das nennt sich Lampenfieber. Das ist ganz normal vor einer Aufführung. Das haben, glaube ich, alle, die auf einer Bühne stehen. Echt? Alle? Ja, und dann klappt es ganz prima. Ich bin mir sicher, dass du es morgen richtig gut machst. Ja? Hoffentlich. Und jetzt geht der Paradiesfisch schlafen, damit ihm morgen nicht die Augen zufallen, wenn er den Feuerfisch sucht. Okay. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht. Ich bin gespannt. Ganz gespannt. Ich auch. Und sie wollen immer meine mehr. Meine Schwester macht auch. Ja, ich bin gespannt, wenn sich der Vorhang öffnet. Guck mal, Jakob. Ja. Ich bin so aufgeregt. Ich auch. Anna, Conny, kommt. Ja. Gleich geht es los. Mhm.
Hoffentlich klappt alles. Also, toi, toi, toi. Und jetzt alle auf ihre Plätze. Ja. Hey, bist du denn gar nicht kitzlig? Doch, aufhören. Huch. Oh. Ich hab sie. Feuerfisch, komm schnell und zünde die Laterne wieder an. Ja, da bin ich schon. Oh, ach, meine Laterne. Endlich scheint sie wieder. Schön. Die Laterne scheint. Die Muschel sucht schon wieder. Sag bloß nichts, sonst ist sie gleich weg. Muschel. Das war's. Das war toll. Ja. Bravo. Zum Glück habe ich meinen Text nicht vergessen. Ja, wir waren echt super. Oh. Hups. Hehehehe.